Da sind wir und das müssen wir machen, die Jarl Quest und zwar die Anlage hier. Ein falsches Signal haben wir da gelegt, deshalb reisen wir hierhin, machen hier eine Schnellreise hin. Und was mir noch gerade eingefallen ist, im Zuge dieses Kampfes, den wir gerade hatten, müssen noch Punkte verteilen. Für Jarl mit Sicherheit. Und ich guck mal, wie viele Punkte hat der Jarl? 48 Punkte. Wir können aber gar nicht so viel verteilen, glaube ich, weil er ist ja noch nicht. Wir haben ja noch nicht die Quest abgeschlossen, aber Energieentzug ist super. Ja, das ist gut. Beides gut. Kombo-Vorbereiter, das gefällt mir ein bisschen besser. Haftgranate, da gehen wir auf Schaden. Entweder Damage, machen wir direkt einen Schaden rein. Racheangriff, auch super. Plus 40% Schaden, das ist natürlich viel. Ich gehe eher auf den direkten Schaden. Dann haben wir hier noch Rebellensoldat. Schaden über Zeit. Gegnerschadensreduktion. 27, das wären 5. Ja, 135 Schaden ist jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir lieber Schadensreduktion der Gegner. Beständigkeit. Den können wir blind nehmen. Maximale Schildleistung. Schildgeneration. Gesundheitsgeneration. Regeneration, dann Schadenswiderstand. Dann nehmen wir hier den Nahkampfschaden, weil seine eine Fähigkeit der Racheangriffe geht ja auf Nahkampfschaden. Speichern wir, machen wir natürlich. Drag, du hast 17 Punkte. Hier hast du schon schön. Oh, die Flakkanone kriegen wir jetzt auf 6. Hier ist wieder Schaden pro Sekunde. Ja, dann lassen wir mal richtig leuchten hier. Mehr Schrapnelle. Und koreanischer Krieger. Dann Aufladegeschwindigkeit, Kräftestärke. Ja, dann kann er öfter reinhauen. Das wäre jetzt auch gar nicht verkehrt. Die anderen beiden kriegen wir gar nicht hin, weil wir haben nur noch 4 Punkte. Die nehmen wir natürlich auch. Und bei mir, ich habe 31 Punkte. Mich ja auch lange nicht drum gekümmert. Ich guck mal hier bei der, wo ich mehr oder bessere Schilde noch kriegen könnte. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, Änderung rückgängig machen. Gucken wir mal hier. Was man hier, Biotik. Schaden gegen Schilde. Ja, so viel finde ich hier gar nicht. Offensive Biotik. Erhöht auch bei Biotik, da haben wir so wenig. Dann gucken wir mal, ob wir Tech-Hilfssysteme, Offensiv-Tech-Hilfssysteme. Kombos machen wir nicht so oft. Waffengewichtskapazität, ja, brauchen wir auch nicht. Da liegen wir ganz, ganz gut eigentlich. Wirkungsbereich, Radius. Offensiv-Tech. Tech-Schadensbonus gegen Schilde ist natürlich schön. Schilde haben wir ein bisschen öfter drin als jetzt Panzerung. Oder obwohl ich habe so oft Anti-Schilde genommen. Ich gehe jetzt mal auf die Anti-Panzerung. Elektrischer Schadensbonus gegen synthetische Gegner. Hier ist Waffenschadenbonus. Boah! Technische Munition, da will ich ja auf jeden Fall hin. Hier will ich hin. Waffenschadensbonus 30%. Dann machen wir das doch mal. Synthetische Gegner oder den nutze ich gar nicht so oft. Hierhin und hierhin. Machen wir doch Schaden. Teamunterstützung ist auch super. Dann Schadenswiderstand wegen der Team-Schildverzögerung, ganz klar nehmen wir das. Und jetzt haben wir hier noch
Schadens wieder pro Verbündeter. Das will ich haben. Und die behalten wir uns jetzt einfach mal, die Punkte. So, nehmen wir das. Hier haben wir die Sachen drin. Das ist gut. Das wählen wir an. Infiltrator haben wir drin. Ja. Sehr schön. Und dann machen wir uns auf die Reise, beziehungsweise legen los. Achso, vielleicht sollte ich mal eben noch speichern. Das habe ich vorhin gar nicht gemacht. Ich will einmal noch hier reingucken, ob das jetzt wirklich das Jarl-Quest ist. Ja, ist auch das Jarl-Quest. Anlage 2 Beständigkeit geben. Und müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich glaube, es wird ein größerer Kampf geben. Aber das ist schon gut, dass wir hier... Hätten ja auch eigentlich mit dem Nomad fahren können. Ich war jetzt ein bisschen... Ja, wer geht denn hier zu Fuß? Wir leben in einer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sogar mit dem Auto zum Briefkasten fahren. Das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern, deshalb ziehen wir das hier knallhart durch. Nein! Geronimo! Ja gut, dann kommen wir hier so hoch. Nicht. Ja, Nomad, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr von dir versprochen. So, fahren wir so zur Anlage 2. Müsste ja eigentlich hier unten sein, ne? Die Anlage 2, kann ich mich noch schwach dran erinnern. Sam! Hast du eine Position für diesen Rowcar-Sender? Ja. Nav-Punkt zum Hochladen von Rowcar-Signal markiert. Wenn Sie den Knopf drücken, führt sie das direkt zu uns. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Sollen Sie sich ihn verdienen? Dann haben wir hier schon eine schöne Sniper-Position. Beginne mit Upload des Rowcar-Signals. Ich denke mal, jetzt geht's direkt ab. Richtung? Die Rowcar haben ihren Kurs geändert. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Bin bereit, loszuschlagen. So, wir haben aber noch ein paar. Da zum Beispiel. Na. Ah, ist ja schön, wenn man von einer erhöhten Position angreift. Ui. So, wo sind noch mehr? Da. Drake, du kannst eigentlich so als Nahkämpfer... Hätte ich so jetzt ein paar...
Ach. Aus wie der Schalter Lars! Wir zerschmettern sie! Ja, die neue Waffe geht natürlich gut ab. Wir spielen schon auf Extrem hier. Drac, wo bist du eigentlich? Komm, wir gehen mal zusammen runter. Ich zeig dir das mal, was man hier noch so macht. Mit einem Kroganer in ihren Reihen hätten sie deutlich bessere Chancen gehabt. Nichts für ungut, Großer. Aber ich glaube nicht, dass das etwas geändert hat. Kommt drauf an, wer der Kroganer gewesen wäre. Die Anlage ist ein Köder. An diesen Koordinaten sammeln. Sie haben's begriffen. Wo gehen Sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Wir haben das Energierelais überlastet, um Sie anzulocken. Das wird Axel überhaupt nicht gefallen. Versprechen? Wir kommen! Nach Anlage 1 begeben. Ja. Ich hätte gerne wieder so eine erhöhte Position. Das war gerade richtig, richtig angenehm. Einfach von oben runter zu snipern. Axel, der Pathfinder kommt. Dieser Mutterlose. Alle für Verteidigung bereit machen. Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. So. Was macht der Kollege eigentlich? Und hier unten ist auch noch irgendwo einer. Die jetzt wieder so ein bisschen verbuggt, sobald wir 3 Meter weglaufen. Syndra gesichtet! Nochmal. Das war der letzte. Wir haben es geschafft, Ryder. Pathfinder, Axul Shuttle verlässt den Orbit. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ja. Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodromos, Pathfinder. Wir schulden Ihnen was. Mal wieder. Machen wir doch. War jetzt ein bisschen easy going, oder? Liegt das an der neuen Waffe, oder? Ich weiß... weiß es nicht, aber mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob das Jarl-Quest jetzt damit abgegolten ist. So, fahren wir mal vor. Machen wir mal ein bisschen Lichthupe hier. Wir sind da. In einem goldenen Nomad. Pathfinder,
Der Angriff der Rokar ist vorbei. Unser militärisches Personal hat sich ziemlich geärgert. Ich schicke die Leute besser auf Patrouille, damit sowas nie wieder passiert. Besonderer Dank gebührt unserem Freund Jarl. Es ist wichtig zu zeigen, dass wir nicht alle auf verfeindeten Seiten stehen. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass jeder ein Feind sein könnte. Das ist kein Leben. Das haben wir auch nicht vor. Wie geht es dem Team? Sie kennen den Drill, aber es ist was anderes, wenn es ums eigene Zuhause geht. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Ja komm, machen wir mal ganz heroisch hier. Bin stolz auf Ihre Fähigkeiten. Das, was Sie heute geleistet haben. Urlaub wäre jetzt ein bisschen zu lapidar. Wieder und wieder haben Sie sich als kompetent erwiesen. Und auch dieses Mal war keine Ausnahme. Die Infrastruktur, die Sie errichtet, die Fähigkeiten, die Sie entwickelt haben. Trotz Widrigkeiten bleiben Sie ein Vorbild für den Cluster. Und wann können wir weiterarbeiten? Keine Genehmigung erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir, aber wenn Sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen Sie sie. Heute war kein guter Tag, aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. Ah, das ist... Charles ist noch nicht, Axel muss seinen nächsten Schritt planen. Guck mal, wir sind ganz schön groß im Gegensatz zu ihm, oder? Ja. Axel muss seinen nächsten Schritt planen. Wir sind noch nicht am Ende. Boah, ist das hier laut auf EOS. Also da können die Leute in 5 Jahren halt, sind die taub hier. So, jetzt bin ich gleich taub. Das war so laut in meinem Headset, wenn hier sind die im Steigflug. Shuttles landen und fliegen. Atmosphärenaustritt erfolgt. So, wir fahren jetzt zu H047C 4811 Kölnisch Wasser. Hallo. Hi. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Was ist... Ich empfange etwas. So, jetzt gehen wir hier rüber. Und genau, 047C hieß er. In das System fahren wir jetzt. Da ist auch wieder eins von zwei der Hauptquests, die wir jetzt gerade machen. Die Vetra-Quest ist da. Sehen Sie sich diese Werte an. Dieses System ist wunderschön. Absolut. Das ist ein Sternenkindergarten. Hier draußen werden Sterne geboren. Da ist die Arche Nathanus. Und hier ist das Vetra-Quest. Arche Nathanus. Bevor ich da reingehe, gucke ich mir mal ganz kurz die Sternenkinder an. Ob wir hier eine Anomalie haben. Haben wir nicht. Hier können wir auch nicht drauf auf den Stern. Dann gehen wir mal in den... Und wir haben einen Gletscher. Sonde unterwegs. Oder? Ich habe etwas gefunden. Vulkan. Okay, einen Vulkan haben wir. Stufenaufstieg hat uns das gebracht. Upsala. Dann haben wir den, dann gucken wir uns den auch an. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir zur Arche Nathanus oder zu dem anderen Stern wollen. Ich empfange etwas. Hier haben wir sogar auch was, ein Krater. Schicke Sonde aus. Wir haben einen Krater. Ha, diesmal lag ich richtig.
Was war denn nochmal die Arche Natanos? Ich fliege da einfach mal hin. Diesmal lasse ich auch die Animation drinne. Das ist die Turianische Arche. Sie hat schon bessere Tage gesehen. Da kommt ein Anruf. Pathfinder, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Was Sie nicht sagen. Ist es sicher, an Bord zu gehen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir treffen uns drin. Ja, da habe ich jetzt auch Lust drauf. Auf zur Arche Natanos. Ja. Bin gespannt, was mit den Turianern passiert ist. Da bleiben wir bei. Wir bleiben bei Drake bleiben wir und Jarl tauschen wir aus, würde ich sagen. Und zwar nehmen wir da die Vetra mit. Ist eine Turianerin, aber die hat jetzt wenig mit der Arche zu tun, oder? Aber sie ist eine Turianerin. Ja, okay. Werden wir jetzt häufig mit Vetra spielen. Ansonsten passt hier alles eigentlich, denke ich. Ach nee, da wollte ich nichts reintun, oder? Wir haben hier auch was Neues gekriegt. Chance ausweichen, bei Ausweichen Gesundheit verlieren. Das ist ja Waffenschaden minus 30%, Katastrophe. 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 Ich gucke nur auf das Rote gerade. Maximale Schildleistung 50. Nee. Das ist komisch. Das machen wir nicht. Begrenzte Energie. Die Lebensversorgung ist hin. Es überrascht mich, dass es überhaupt noch Schwerkraft gibt. Das ist für Sie bestimmt kein leichter Anblick. Ich bin nicht unbedingt der emotionale Typ, Ryder. Dennoch. Suchen wir einfach nach Mason. H047C. Er sollte die Heimatwelt der Turianer in Helios sein. Wie Habitat 7 für die Menschen. Wer auch immer die Arche gesteuert hat. Sie wollten um jeden Preis hier ankommen. Selbst wenn es bedeutete, komplette Bereiche der Arche abzuwerfen. Das ergibt keinen Sinn. Gehen wir. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Jetzt haben wir sogar noch den... Wir haben Glück, dass dieser Teil der Arche überlebt hat. Der Schein kann trügen, Pathfinder. Die Höhle hält gerade noch so zusammen. Danke, Sam. Immer ein positiver Sonnenstrahl. Ich könnte mit dem Scanner eine Analyse durchführen, Pathfinder. Ja, mach das doch mal. Jetzt haben wir sogar noch den Avitus oder sowas dabei. Zwei Turianer. Ist okay. Kann ich mit leben. Was ich aber noch machen muss, ist bei Vetra unbedingt 28 Punkte. Ach, wir haben die scheiß Vetra-Quest noch nicht gemacht. Den Energiepanzer. Schadenswiderstand. Boah, 120 Schaden. Doch, ich würde sie ganz gerne mehr zum Nahkampf. Mehr Schaden. Dann haben wir hier und dann können wir hier noch einen Punkt verteilen. Beides mal Schadenswiderstand. Wenn sich in Deckung befindet. Wenn sich nicht in Deckung befindet, ja, dann nehmen wir das. Krugianischer Krieger. Kräfte. Komm, nimm das hier. Bei uns ist eigentlich erstmal alles in Ordnung.
Mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Ich werde... Wir haben keine Schwerkraft hier. Habt ihr euch durchgelesen? Hier ist ein Dialog, lest euch den auch mal durch. Das klingt danach, dass... Verriegelt. Zum Öffnen ist Energie erforderlich. Irgendwas muss in diesem Wrack noch online sein. Das suchen wir jetzt mal. Hey, diese Tür hat immer noch Energie. Ich würde sie nicht öffnen, Pathfinder. Sie führt in den Weltraum. Vielleicht könnten Sie die Energie zu einer anderen Tür umleiten. Ja, haben wir hier irgendeine Leitung? Und unser Jetpack funktioniert hier übrigens nicht. Ah ja, hier. Energie wurde umgeleitet, Pathfinder. Habt ihr gelesen? Die Pflanze wurde vernachlässigt. Ja, kein Wunder. Terminal hier auch einmal lesen. Ist alles noch vor der Zeit, bevor der Archie was zugestoßen ist. Die hier hat noch Saft. Sie sieht ziemlich schwer beschädigt aus. Denken Sie, Ihr Sam kann uns Zugriff verschaffen? Wieso glaubt eigentlich jeder, Sam würde immer alles alleine machen? Ich helfe ihm. Verzeihung. Ich habe ein Log von Deja Preyton, dem Captain der Arche, gefunden. Das Bildmaterial ist zerstört, aber ich kann den Ton wiederherstellen. Spiel es ab. Irgendwas reißt die Nathanos in Stücke. Wir haben schon die halbe Kryokammer verloren. Wir versuchen, jeden, der wach ist, zu den Rettungskapseln zu bringen. Bei den Geistern, uns bleibt keine Zeit mehr. Ich muss Mason finden. Vielleicht hat sie ihn ja tatsächlich gefunden. Er könnte es zu den Rettungskapseln geschafft haben. Er hätte die Arche nicht ohne mich verlassen. Aber die Nathanos hat sich nicht selbst hierher geflogen. Wir müssen herausfinden, was als nächstes passiert ist. Die übrigen Daten auf dieser Konsole sind beschädigt. Falls wir aber eine weitere finden, oder den Sam-Kern der Arche. Alles klar, suchen wir weiter. Hier oben geht's weiter. Okay, den Weg nehmen wir nicht. Die hier benötigt ebenfalls Energie. Vielleicht können wir denselben Trick wie beim letzten Mal benutzen. Energie von etwas anderem umleiten. Hier geht's hier vielleicht nochmal. Hier ist doch was, hier oben. Nee, das war auch nur die Steuerung. Das ist die Steuerung für die Tür. Hier ist die Konsole. Die Tür sollte jetzt funktionsfähig sein, Pathfinder. Dann gehen wir zurück.
Avetis, hier drüben. Diese hier funktioniert noch. Sam, wie? Mason, spielen Sie es weiter ab. Sam, hilf mir mal bitte. Die Bilddaten dieses Logs sind ebenfalls zerstört. Und was ist mit dem Ton? Ich stelle ihn wieder her. Einen Moment, bitte. Wir müssen sachlich bleiben. Ich bin niemals sachlich, wenn es um Mason geht. Versuchen Sie es. Um seinetwillen. Ich spiele die Aufzeichnung jetzt ab. Sam, wie weit ist Abbys Kapsel entfernt? 300 Meter. Also nur ein Katzensprung. Verdammt! Es wird vielleicht doch schwieriger, als ich dachte. Was ist mit dem Rest? Das war alles, was ich wiederherstellen konnte. Verdammt! Immerhin wissen wir jetzt, dass er den ersten Zusammenstoß überlebt hat. Ja, aber er hat sich nicht gut angehört. Geben Sie ihn noch nicht auf. Hier kommen wir nicht weiter. Wir können auch unser Pack nicht benutzen. Jetpack. Ich guck trotzdem mal, was er mir hier sagt. Gar nichts. Diese Tür führt zum Sam-Kern. Wir müssen da reinkommen. Der Sam-Kern müsste jetzt zugänglich sein. Sam, wo ist der Pathfinder? Wo ist Mason? Ever. Einleiten. Sterne. Evie, hat Mason Sie nicht so genannt? Er ist der Einzige, der mich so nennt. Mein turianisches Pendant hat ein schweres Trauma erlitten. Wenn ich die Schäden isoliere, ist es möglicherweise in der Lage, mit uns zu sprechen. Sei vorsichtig. Ich will diesen Sam nicht verlieren, nur weil wir zu versessen auf Antworten sind. Avetis Rex, willkommen zu Hause. Sam, Mason hat mir die Koordinaten dieser Position geschickt. Ich muss ihn finden. Sie irren sich. Ich habe Ihnen die Koordinaten geschickt. Okay, das wird jetzt gerade ein wenig merkwürdig. Als nächstes erzählst du uns noch, du hättest die Nathanos hierher geflogen. Das habe ich. Der Pathfinder hat mir befohlen, Avetis bei der Suche nach einer Heimat für die Turianer zu unterstützen. Wo ist Mason? Tot. Dieses Ding ist immer noch defekt. Es weiß nicht, was es da redet. Wir müssten eigentlich Zugriff auf Masons Logs haben. Vielleicht finden wir in ihnen ja etwas. Evie, was auch immer uns getroffen hat, hat meinen Anzug zerfetzt. Es tut höllisch weh, aber bei den Geistern, es ist wunderschön. Du musst weitermachen. Für uns beide. Lass dich nicht von deiner Wut überwältigen. Sam, Übertragung einleiten. Ja, Pathfinder. Selbst die Sterne scheinen heller zu sein. Er starb, bevor die Übertragung abgeschlossen war. Das muss der Grund für Sams Trauma sein. Warum hast du mich hierher gerufen? Aus welchem Grund? Um die Übertragung abzuschließen. Die Turianer brauchen einen Pathfinder. Ach, ich kann nicht. Wir fragen nach. Sie können nicht? Was soll das heißen? Ich hätte nie gedacht, dass ich den Posten mal übernehme. Ich habe schon immer allein gearbeitet. Ich weiß nicht, wie man andere führt. Ich will niemanden führen. Avetis, ich habe gesehen, wie Sie die Siedler beschützt haben. Und Sie haben die Turianische Arche gefunden. Sie übernehmen bereits die Rolle des Pathfinders. Nur ohne den Titel. Ein Titel, der Mason gehört. Und von dem er wollte, dass Sie ihn tragen. Ihn abzulehnen, wird Ihnen Mason auch nicht wieder zurückbringen. Was, wenn ich ihn enttäusche? Das könnten Sie nur, indem Sie sich vor Ihrer Aufgabe drücken. Verdammt, Sie haben recht. Soll ich mit der Übertragung beginnen? Auf der Nexus ist es sicherer. Suvi, Tan soll ein Shuttle schicken, das den Sam-Kern abholt. Und sagen Sie ihm, wir haben den turianischen Pathfinder gefunden.
Okay. Ich glaube, jetzt hätten wir. Haben wir jetzt alle oder den Salarianischen Pathfinder? Willkommen zurück. Brauchen wir noch. Ja, dann haben wir schon mal die Arche, obwohl dort leider alles tot ist. Schauen wir uns mal die neue Welt an. Das soll die neue Welt sein. Da haben sie aber was richtig Schönes gefunden hier, die Turianer. Ja, wir bleiben in der Combo, außer hier, da würde ich ganz gerne noch das Blood Pack vielleicht mal probieren. Wow! Sehen Sie sich das an. Die Geißel hat hier ganz schön gewütet, was? Und das sollte die Heimat der Turianer werden. Jetzt haben die Exilanten hier das Sagen. Die kosmische Strahlung ist enorm hoch, Ryder. Sie müssen im Nomad bleiben. Was nutzen diese schicken Anzüge, wenn sie die Strahlung nicht abhalten? Unter normalen Umständen tun sie das durchaus, aber das Magnetfeld dieses Planeten wurde gestört, als er zerbrochen ist. Es gibt keinen Schutz vor kosmischer Strahlung, die einen auf molekularer Ebene zerfetzt. Dann bleiben wir wohl besser im Nomad. Landungstriebwerk gezündet. Viel Glück, Ryder. Okay, das sieht ja mal wirklich aus wie ein fremder Planet. Warum mögen Sie mich? Wir Turianer haben die Kroganer nicht gerade gut behandelt. Sie sind nicht wie die meisten Turianer, Vetra. Sie wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich habe nicht halb so viele Kugeln eingesteckt wie Sie. Und ich habe noch alle meine Gliedmaßen. Warten Sie es ab. Sieht schon geil aus. Aber bevor wir jetzt... Ah, hier können wir was aktivieren. Aber wir können uns ja auch immer hier zu schnell... Ja, gucken hier erstmal und dann auf das Quest. Kommen wir da hinten überhaupt hoch? Wow, die Gravitation ist niedriger als sonst, Pathfinder. Gil sagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie versehentlich Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Der Nomad sollte die niedrigere Gravitation kompensieren. Bis zu einem gewissen Grad. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also wir haben hier kaum Gravitation irgendwo. Ist das ein Schatten? Ja. Dann schnappen wir uns den Pott schon mal. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Komm, auch mit niedriger Gravitation müssen wir jetzt hier hoch. Wow. In Zeitlupe. Dann gehen wir hierher. Ein bisschen haut uns die Strahlung weg von unserem Schutz, sehe ich gerade. Also brauchen wir auch die Pots. Erinnern Sie sich noch an die letzten Vorbereitungen, bevor die Archen abgeflogen sind?
Die ganze Hektik, weil keiner genau wusste, was uns erwartet. Ich wurde von einem Powerlader gerammt. Der Fahrer sollte Rationen lagern und hat 3 Aufträge gleichzeitig abgewickelt. Ich habe ihm voll eine in die Gyroskope verpasst. Das da unten sieht mega interessant aus. Fahr mal ganz vorsichtig hier runter nur. Sam, was ist das? Eine Bergbaukuppel, Pathfinder. Sobald sie im Inneren sind, müssten sie den Nomad verlassen können. Und was ist mit dieser irrsinnig hohen Weltraumstrahlung? Die Struktur der Kuppel verhindert das Eindringen kosmischer Strahlung. Bin gerade fasziniert von dem Planeten hier. Sie können in die Luftschleuse fahren, Pathfinder. Ey. So. Überall Exilanten. Was wollen Sie hier an diesem Ort? Pathfinder, ich orte in der Nähe ein Datenfeld. Es könnte uns Antworten liefern. Komm schön in die Kuppel und krieg direkt einen drauf. Nicht mit mir. Das ist der. Guck mal, wir brauchen nur noch einen. Brandmunition, Kyromunition. Ich glaube hier drinnen, ne? Erstmal das Datenpad. Es gibt hier zwar jede Menge Helium-3-Erde, aber ich glaube, wir werden sie recht schnell aufbrauchen. Wenn wir hier fertig sind, kehren sie zur Basis zurück. Cracks lagert das Zeug mit dem Rest. Falls sie die neuen Zugangscode noch nicht haben, er lautet 63, hast nicht gesehen, Datei beschädigt. Sie fördern Helium-3? Die Hauptkomponente bei der Herstellung von Shuttle-Treibstoff, Pathfinder. Es kann außerdem zu hochwirksamen Sprengstoffen verarbeitet werden. Das hat uns gerade noch gefehlt. Exilanten mit Sprengstoff. Wir müssen in diese Basis. Der beigefügte Zugangscode ist nur ein Fragment. Die Daten hier deuten jedoch auf weitere Bergbaukuppeln hin. Ich habe Ihrer Karte die Standorte hinzugefügt. Sehr gut. Das ist hier so ein Ausstattungspot. Hey Arschloch, steht hier. Könnt ihr euch mal durchlesen?
Ja. Spannend. Spannend. Hier haben wir den... Gehen wir mal hier runter. Durch die Schleuse wieder. Das erinnert einen irgendwie so an die Oberfläche des Mars. Nicht, dass ich da schon mal war, aber so aus Filmen und... Das wir gefunden haben, wurde jemand namens Cracks erwähnt. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer das ist? Der Name sagt mir nichts. Aber wenn er hier draußen ist, könnte er gefährlich sein. Wir finden den schon. Da will ich hin, also nach Süden komplett. Komme ich da hoch? Kann ich hier aussteigen? Die Strahlung an der Oberfläche. Nee, er sagt mir auch direkt, ich kann hier nicht aussteigen. Das sah auch cool aus. Das war die Brücke, glaube ich. Fahren wir dann aber später hin. Sie töten Pathfinder. Es ist nicht ratsam, den Nomen zu verlassen. Okay, da hinten ist noch eine Kuppel. Abbauzonen wurden ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Stehen geblieben damit. Was passiert denn, wenn ich über so einen Schlund fahre? Wow. Wie die sich freut. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sollten Sie je eine Schulter zum Anlehnen brauchen, kann ich, naja, gerne mal rumfragen. Ach, kommen Sie. Ich wette, Sie haben irgendwo eine Kiste mit Ersatzteilen. Sie haben mich durchschaut. Nochmal, geht da was zwischen Drake und Vetra? Wo müssen wir denn jetzt hier hin? Hierhin wollen wir doch. Also nochmal wieder nach Süden. Ja, das wäre ja spannend. Wobei, ich habe ja mit Vetra hatte ich ja auch die Möglichkeit. Ich habe doch gerade eingesetzt, aber ich habe dankend abgelehnt übrigens. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie war mir das nichts. Obwohl sie auch sehr nett ist. Da haben wir schon wieder ein Fragezeichen auf der Karte. Und das schauen wir uns noch mal genauer an. Und wir haben hier schon wieder eine Kuppel. Dann zur Kuppel. Da hinten ist der Eingang. Ich finde toll, wie sich das hier komplett gedämpft anhört auch. Mhm.
Hör ich da eine Hydra? Oh ja. Ah, schade. Ja, von hier hinten schießen auch noch welche. Die Hydra lassen wir erstmal. Ach. Ey. Nee, war überhaupt nicht gut gezielt. Ein weiteres Datenpunkt, Pathfinder. Ja, und noch ein Feind. Und noch, Uran. Das hatten wir. Alle erwischt. Auch selten. Da war doch noch ein Feind da hinten. Was ist denn der? So, wenn schon gründlich. Oder hätten wir das umprogrammieren können? Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall interessant hier. Können wir hier noch was scannen? Ja, dann müssen die Turianer sich wohl einen neuen Platz suchen. Terminal haben wir auf jeden Fall. Schönen Gruß aus Candera. Könnt ihr euch mal durchlesen? Und heilige Scheiße, auch Cracks. Cracks. Den werden wir garantiert auch nochmal treffen. Den Dira haben wir hier. Da draußen können wir was scannen. Wir können noch mehr scannen, glaube ich, oder? Hier ist das Datenpad, das wir brauchen. Hey Arschloch, Sie können mich tyrannisieren, so viel Sie wollen, aber meine Leute arbeiten deswegen nicht schneller. Sie kriegen ihr Helium-3 Erde, wenn wir fertig sind. Wollen Sie das Zeug selber zur Basis schaffen? Gerne, aber lassen Sie mein Team in Frieden. Der Zugangscode lautet, ja, ist wieder beschädigt. Gut, okay. Müssen wir suchen. Dieser Crax scheint die Helium-3-Förderung zu leiten. Er ist derjenige, den wir aufhalten müssen. Der Zugangscode ist noch immer unvollständig, Pathfinder. Ich brauche noch ein weiteres Fragment. Ja, das besorgen wir dir auch. Also, das eine Fragment kriegen wir auch schon noch. Hier ist ganz schön viel Uran, ne? Nehmen wir mal mit. Ich glaube, wir haben wenig Uran. Jump and collect. So. Hier haben wir noch was. Ich gucke einmal noch mal hier oben, aber das sollte es dann, glaube ich, auch gewesen sein. Ach nee, hier oben ist... Und hier können wir uns noch mal ausstatten. Sollen wir
Nee, sollen wir auf gar keinen Fall. Ich dachte gerade, ob wir Vetra wieder ins Schiff schicken. Das machen wir aber auf gar keinen Fall, weil wir haben ja auch noch die Vetra-Quest hier. Ich glaube, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Das hatte zu tun damit, dass ihre Schwester Sid hier was für uns gefunden hat. Auf diesem Planeten. Und da was abgefangen hat. Das interessiert mich jetzt. Was war das für die Vetra-Quest nochmal? Da, Vetra. Sid, genau, das war die Schwester. Glaubt, dass einige Kolonisten entführt, eine verlassene Mine und auf zu einer verlassenen Mine verschleppt worden sind. Und jetzt müssen wir die Mine finden, weil das ist die Quest, die wir dann für die Vetra und ihre Schwester machen müssen. Was haben wir hier? Teile des Codes finden. Ja gut, dann holen wir uns noch schnell den Bereich. Und oh, wir sind schon wieder total über der Zeit. Dann holen wir uns noch schnell den Bereich hier. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Und ja, ich denke mir, ihr seid gleich dabei, wieder, wenn wir weitergehen und den Planeten erforschen und für uns gewinnen. Also bis später. Ciao.